Gudo, wieder herzlich willkommen hier zu einem schönen neuen Videodreh. Der André und ich, wir haben uns wieder zusammengekriegt, um wieder ein brandneues Modell von 2025 vorzustellen. André, ist ein absolutes Schätzchen. Herzlich willkommen erstmal, André. Ja, was haben wir hier Schönes? Daniel, nochmal vielen Dank. Wir haben natürlich wieder ein 2025er Modell. Hier jetzt das 144 Hybrid in der Race-Ausstattung. Wie ihr wahrscheinlich schon verfolgt habt, hat Cube mehrere neue Modelle auch geleakt und wir sind natürlich auch dran, schnellstmöglich für euch dann auch die passenden Videos wieder zu drehen. Heute konkret freut es mich sehr, denn wir haben tatsächlich auch alle drei Farben, ihr seht es schon im Hintergrund, von der Race-Ausstattung hier bei uns. Ein bisschen beiseite. Ein bisschen beiseite, Daniel macht sich schlank. Nein, also das ist eigentlich ziemlich cool, weil das passiert nicht so häufig, dass wir gleich alle neuen Modelle auch in allen Farben haben. Insofern freut es mich sehr. Gut, was gibt es zum 144 Hybrid zu sagen? Also grundsätzlich erstmal vorweg, das ist natürlich wieder der altbekannte C62-Rahmen, allerdings in einem neuen Design, aber Daniel gleich was zu sagen. Es gibt das 144 allerdings auch mit Aluminiumrahmen und das ist eigentlich schon die erste große Neuerung neben dem Namen. Also wir weichen jetzt vom Stereo 140 ab hin zum 144. Das heißt, namentlich reiht es sich im Prinzip auch in das AMS 144, in das 155 Hybrid, genau, was wir aus dem vergangenen Modell ja schon kennen, ein. Das 144 oder generell die Modellreihe 144 Hybrid wurde in zwei Kategorien, sage ich jetzt mal, eingeteilt. Einmal eher in die komfortable Kategorie mit Aluminiumrahmen und auch als Allroad-Version. Ja, richtig gehört, Allroad-Version, auch beim 140er. Und in die eher, naja, ich sag mal, ein bisschen sportive, dynamische Kategorie, wo sich das hier drin befindet. Das Richtung All-Mountain dann schon. Richtung All-Mountain, genau. Das heißt, man kann grob sagen, zweimal 144, Aluminiumrahmen ein bisschen bequemer, genau. Carbonrahmen ein bisschen sportiver, andere Geometrie. Das heißt, bei den Aluminiumbikes ist es auch so, dass der Dämpfer hier steht, aber das habt ihr bestimmt schon bei anderen Videos gesehen. Lasst uns einfach mal über das Race, was jetzt hier vor uns steht, sprechen. Denn es gibt viele neue, auch technische Erneuerungen, Daniel. Da wirst du sicherlich gleich noch was zu sagen. Wenn ihr die Videos gerade seht, wisst ihr es auch schon, was es Bosch-seitig Neues zu berichten gibt. Grundsätzlich das Bike jetzt aber erstmal in der Ausstattung immer auf 29 Zoll Bereifung, außer die Rahmengröße S. Das heißt, auch dort haben wir wieder den Size-Split drin, genau, so wie wir es im vergangenen Jahr haben. Also Rahmengröße S 27,5 Zoll, MLXL 29 Zoll. Es gibt nach wie vor kein XXL, ne, was wir teilweise bei den Reaction-Modellen haben. Wobei ich aber sagen muss, die XL-Rahmen sind schon wirklich groß. Gerade jetzt auch ist mir dann auch mit dem AMS aufgefallen, auch mit dem 155, durch diese Dämpferanordnung verändert sich die Kinematik nochmal so, dass der XL-Rahmen einfach größer wirkt. Und einfach auch vom Fahrverhalten her wirklich größer wirkt. Ne, anders da wie bei den 140ern damals. Also da muss ich sagen, das ist schon ein Unterschied, das macht sich schon bemerkbar. Und dann reicht es auch wirklich bis zu Körpergrößen, wir sagen 1,95, 1,98. Würde der XL-Rahmen auf jeden Fall noch hinhauen. Also auch durch die Dämpferanordnung, Daniel, das ist schon angesprochen, ist es auch so, dass das Oberrohr ein bisschen tiefer kommt. Wir hatten ja teilweise das Problem, gerade bei den Mädels, ne, wenn sie ein bisschen kleiner waren, auf den S-Rahmen war es dann immer schon recht eng, weil das Fahrrad natürlich nicht nur flacher, sondern auch kürzer wird. Genau. Dann immer hier der Durchstieg nicht so schön. Also jetzt mit der neuen Modellvariante, komplett neuer Rahmen entwickelt, deutlich besser geworden. Die Farbe, die ihr hier seht, nennt sich Pigeon Blue and Art. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Absolut abgefahren. Genau. Ihr seht es ja schon in den Details. Dann haben wir Flash Lime in Blue und ein Black Lime, so heißt es auch. Man sieht es komplett all black. Das ganze Fahrrad wiegt ungefähr um die 24,4 Kilo. Ihr wisst es ja, die Rahmengrößen bzw. die Gewichte werden immer eine Rahmengröße M angegeben. Genau. Und das heißt, es kann natürlich immer ein bisschen variieren, je nach Größe. Ja. Wir sprechen da jetzt aber nicht über 1 oder 2 Kilo hin oder her. Das sind ein paar hunderte Gramm, sage ich mal, was es dann an der Größe variiert. Okay. Bevor wir zu dem Preis kommen, weil das ist ein absoluter Hammer, Daniel, würde ich sagen, lass uns erstmal schauen, wie wir in den technischen Details jetzt hier weiterkommen. Denn es gibt ja bei dem Bike, wenn ich mir Motor- und Akku-Kombination angucke, ganz spannende Sachen. Nicht nur das, gibt es etliche Upgrades im Vergleich zum Vorjahr. Können wir am Cockpit oben auch schon gleich anfangen. Wir haben eine andere Bremsanlage verbaut. Letztes Jahr haben wir noch mit der DP8 gearbeitet von SRAM. Jetzt haben wir hier, ja, natürlich wie viele von mir wissen, Magura. Ich bin natürlich ein absoluter Magura-Fan. Hier haben wir die Magura 30 drauf, was wirklich auch eine Bremsanlage ist, die auf maximale Bremspower ausgelegt ist. Na, das ist ein 4-Kolben-Bremssystem logischerweise. Auch schöne, kleine, knackige Bremshebel oben, wo wir auch wieder die Griffweite einstellen können. Dann haben wir einen Shimano Deoro 12-Gang-Trigger im Cockpit, der nach hinten führt zum Shimano Deoro 12-Gang-Schaltwerk. Ist ein Shadow Plus-Schaltwerk.
Mit dem Zahnkranz ist ein Deore-Zahnkranz mit der Übersetzung 1051. Wir haben, das ist das M6100, das Schaltwerk. Ja, dann geht es natürlich zum Fahrwerk. Letztes Jahr ist es mit RockShox gefahren. Dieses Jahr haben wir Fox vorne und hinten. Was mich ja sehr freut. Ich bin ein absoluter Fox-Fan. Ja, definitiv. Fox ja. geht auf jeden Fall immer klar. Sehr stabile Standrohre, 36er Standrohre und der Fox AWL, die wir vorne haben. Wir haben hier keinen Rebound, Entschuldigung, keinen Lockout, aber natürlich noch wie gewohnt unsere Rebound-Einstellung unten. Es ist halt ein sehr abfahrtslastiges Rad. Deswegen hat Cube da jetzt auf den Lockout verzichtet, sowohl im Gabel- als auch im Dämpferbereich. Aber mit den 150 mm, die Federgabel vorne liefert und die 140 mm, die der Dämpfer liefert, wenn ihr den Fahrradhändler eures Vertrauens habt und er euch das Setup mit Rebound wirklich gut einstellt, sollte da auch im Uphill keine Probleme mit zu viel Kraftverlust sein. Ansonsten haben wir ja noch einen starken Motor. Genau. Vielleicht, genau. Daniel, noch mal ganz kurz. Du hast jetzt gerade gesagt, 140 mm am Heck, 150 an der Front. Wir haben ja ein paar neue Zuschauer. Vielleicht für euch ganz interessant, die Zahlen in dem Namen sozusagen geben immer den Federweg am Heck an. Ne? Das heißt, genau. Beim 144 in dem Fall 140 mm genau. Am Heck, am 150, genau. Also immer 10 mehr an der Front. Das Gleiche geht übrigens auch für das 120, also 122. Und für das 177. Genau. Die Insider werden jetzt sich jetzt fragen, wo ist das 160er Stereo hin? Kommen wir später zu. Alles klar. Super. Ja, die Bremsanlage wird hier gesteuert von 203er Rotoren von Magura. Ne? Ich, wisst ihr ja, ich bin Fan davon. Große Rotoren haben wir auch wirklich immer eine sichere Bremsleistung. Das heißt, es ist auch wirklich ein sicherer Anker. 29 Zoll Bereifung, wie André schon gesagt hat. Genau. Ist ab der Rahmengröße M. Die Rahmengröße S hat 27,5. Wir haben hier den Cube EX30, auch schon Tube is ready. Ne? Wir haben Schwalbe Hans Dampf vorne und hinten drauf. Vorne die Supersoft Mischung und hinten die Speed Grip Mischung. Das heißt, wir sind auch da, wenn wir den Reifendruck richtig schön angleichen. Ich sage, mit Reifendruck kann man auf dem Trail immens viel ausrichten. Mhm. Haben wir damit auch keine Probleme. So, da würde ich sagen, kommen wir mal zum Herzstück. Ne? Jetzt wird da warten natürlich alle drauf. Bosch hat natürlich ein bisschen auf die Kacke gehauen. Ihr seht schon, der Motor ist kleiner, kompakter geworden, ist auch noch mal eine ganze Ecke leichter geworden. Der nächste Clou, den wir haben, wenn wir ins Unterrohr gucken, größerer Akku, 800 Wattstunden haben wir jetzt. Logischerweise auch automatisch wieder mehr Reichweite. Bedieneinheit haben wir jetzt, wie fast bei allen Top-Modellen immer der Fall war, und auch bei den 144 AMS und auch genau. Bei den 155s, haben wir jetzt hier die Mini-Remote im Oberrohr und haben die System-Control links, wo wir, was wir hier vorne im Steuerrohr, haben wir die Möglichkeit, jetzt einfach mit Plug and Play eine Beleuchtungsanlage reinzumachen und die dann festzumachen. Und können dann hier mit Plus und Minus, können wir dann die Beleuchtungsanlage steuern. Genau. Können zusätzlich aber trotzdem noch die Smartphone Grip installieren, auch wenn wir hier jetzt schon eine kleine Display-Einheit zusätzlich im Cockpit versehen haben, die ein kleines bisschen an das Purion 200 angelehnt ist, was die optische Geschichte im Display angeht. Ne, aber wir können auch noch die Smartphone-Grip installieren in der zusätzlichen Kiosk-Halterung. Das geht natürlich, klar. Genau, André. Ich denke, zur Drive-Unit ja, haben wir also erstmal alles gesagt. 85 Newtonmeter Drehmoment hat der Motor noch. Wer weiß, vielleicht gibt es bald noch ein Update. Das weiß natürlich niemand. Aber ich denke, ansonsten wird mich jetzt erstmal brennend interessieren, was wir für das Schätzchen aufrufen müssen. Daniel, also wir haben es ja schon gesehen, wir haben vorhin noch mal in die historischen Kataloge fast gesagt. Das Fahrrad liegt mit 4.499 € tatsächlich Wahnsinn. Unter dem Preis vom Vorjahresmodell. 300 Euro. Unter dem Vorjahresmodell. Das heißt, man muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben es letztes Jahr ja schon gesagt. Ja. Ich kann es dieses Jahr nur wiederholen. Ich weiß nicht, wie die Jungs das in Waltershof machen. Unfassbar. Herzlichen Dank dafür, ja, wer auch immer sich da durchgesetzt hat fürs Pricing. Das heißt, man muss festhalten, wir haben ein Upgrade auf der Bremse, zumindest aus meiner Sicht, von der DB8 auf die Magura. Eigentlich. Wir haben ein Upgrade im Fahrwerk, wir haben einen größeren Akku, wir haben einen besseren Motor, einen leichteren Motor und dann auch noch 300 Euro günstiger. Ja. Also ich glaube, gerade auch mit dieser, ja, ich sag mal, sehr auffälligen Lackierung, Pigeon Blue and Art, Spitze, glaube ich, auch ein Fahrrad, was wirklich gut im Verkauf dann gehen wird. Ja. Ja, ich denke und ich hoffe, wir konnten euch jetzt schon mal so die wichtigsten Infos zukommen lassen. Ihr könnt euch natürlich auch gerne bei uns in Stores blicken lassen, in Göttingen, Hildesheim und Goslar. Total gerne könnt ihr aber auch bei uns auf die Homepage
Könnt da schon mal gucken, was abgeht, ob ihr euch da vielleicht schon mal was vorreservieren könnt, ob ihr da vielleicht schon mal einen ersten Kontakt zu uns aufnehmen könnt. Ansonsten würde ich sagen, verbleiben wir erstmal wieder mit einem sportlichen Gruß. André, ich fand es cool, dass wir wieder zusammengekommen sind. Ich freue mich auf die nächsten Videos. Ich freue mich drauf, dass ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Und wenn ihr ein paar Infos braucht, links und rechts oben wird immer noch mal ein bisschen was eingeblendet. Die Homepages von uns und so weiter. Die nächsten Fahrräder oder die übernächsten Fahrräder. Ansonsten, ja. André. Oder auch wenn ihr uns noch öfter ertragt, schaltet gerne den Abo-Button einmal durch und dann verpasst ihr auch kein neues Video. Wir sind jetzt fleißig dran. Für uns geht es jetzt weiter. Daniel, wir schauen mal, was wir noch so schön im Lager finden. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Bis dahin. Ade. Hi, wir sind's nochmal. Wir wollen euch auch gar nicht nochmal länger auf die Nerven gehen. Ihr habt uns ja schon lange genug ertragen. Hier nur mal kurz oben rechts. Wenn ihr uns folgt, werdet ihr jederzeit informiert über jedes tolle YouTube-Video, was der André und ich für euch posten. Genau. Und oben links, André? Ja, also da oder da sind noch weitere Videos. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und verbleiben erstmal wieder wie immer mit einem sportlichen Gruß. Bis dahin, ade. Macht's gut, tschüss.